Ich begrüße euch jetzt noch einmal. Herzlich willkommen alle. Schön, dass ihr so zahlreich erschienen seid heute. Es ist wirklich schön zu sehen, die Deutschlandfahnen wehen. Und wirklich, dass hier in meiner Heimatstadt, dass sich wirklich so viele Patrioten aufgerafft haben, um hier zu stehen und zu zeigen, wir sind nicht alleine, wir stehen für unser Land und für unsere Zukunft ein. Denn unser Land erlebt schwere Zeiten. Eine Krise jagt die nächste. Eine Katastrophe nach der anderen. Verursacht durch unsere eigene, völlig unfähige Regierung. Aktuell haben wir die Flutkatastrophe, die viele Opfer und viel Leid über unser Land gebracht hat. Dazu kommt die Krise, in der wir seit anderthalb Jahren stecken, Corona. Auch diese Krise hat und hatte viele Opfer. Und wir denken an alle, vor allem auch an die, welche der Mainstream vernachlässigt, nämlich die an Einsamkeit und Vernachlässigung und an Selbstmord gestorben sind. Und natürlich denken wir heute hier auch an alle Opfer der wahnwitzigen Flüchtlingspolitik von Merkel und ihren Schergen. Wir vergessen kein Opfer, niemals. Und Würzburg hat uns wieder einmal schmerzlich daran erinnert, dass die Auswirkungen weiterhin auf uns Menschen einwirken. Für all die Opfer dieser Merkel-Diktatur, die ich gerade erwähnt habe, einer völlig unfähigen, verfehlten Politik, für all die Opfer bitte ich jetzt um eine Schweigeminute. Schön, dass Sie da drüben gleich gezeigt haben, dass Sie nicht mal Respekt gegenüber so einer Sache haben. Ich habe nichts anderes erwartet. Wenn ihr die seid, ihr da drüben, die dafür stehen, dass Rügen bunt wird, dann stehen wir für das Rügen, welches zuerst einmal blau wird. Und zwar am 26.09. zur Land- und Bundestagswahl. Und da werden wir hier stärkste Kraft auf Rügen. Und eins will ich euch sagen, auch wir stehen für bunt, aber nicht dieses krude Bund von denen da drüben, die nichts auf der Kirche haben, die nie von alleine mal für etwas Gutes einstehen. Die stehen auch immer nur dagegen. Habt ihr da drüben je einen Gedanken an die Flutopfer verschwendet oder an die Opfer, die durch Migranten ermordet wurden? Das blendet ihr aus. Das wollt ihr nicht sehen. Ich sagte ja eben, auch wir sind bunt. Ja, genau. Und unsere Farben, unser Bund, das sind die Farben Schwarz, Rot, Gold. Das ist unsere Identität, das ist unsere Heimat und dafür stehen wir hier heute. Warum stehe ich heute hier? Diese Frage habe ich mir selbst gestellt und dabei dann daran gedacht, wie alles begann. Na klar, heute stehe ich hier und möchte mit eurer Hilfe meinen Weg fortsetzen. Ich kandidiere für den Landtag und möchte so meinen politischen Weg fortsetzen. Mein Weg für unsere Heimat und für unsere Zukunft. Es begann 2015, als etwas fundamental falsch lief in unserem Land. Mein erlernter Beruf, den ich 18 Jahre gewissenhaft ausübte, war Grenzschützer. Ja, ich war Grenzpolizist. Und als 2015 unter Missachtung jeglicher Gesetze, Verordnungen und Protokolle gegen jede Vernunft die Grenzen geöffnet wurden, da wusste ich, dass etwas falsch lief und dass es Unrecht war. Ich wurde nicht gefragt, ihr alle wurdet nicht gefragt und viele andere wurden nicht gefragt. Merkel hat es einfach durchgesetzt. Merkel, ihre Kriecher um sie herum und all diese roten Nichtsnutze in unserem Land bestimmten es einfach und erschufen fortan eine Meinungsdiktatur. Seit 6 Jahren werden wir beschimpft, denunziert, angegriffen, eingeschüchtert, verleugnet, zu Unrecht beschuldigt und unter Druck gesetzt. Bloß weil wir dieses Unrecht nicht mittragen und wie all die Lemminge gutheißen. Worte einzelner politisch Andersdenkender werden aus dem Zusammenhang gerissen, umgedeutet und dazu benutzt, uns alle zu bekämpfen. Ich lasse mir nicht verbieten, was ich fühle.
Ich liebe meine Heimat, meine Herkunft und meine Wurzel. Und ich bin verdammt nochmal stolz darauf. Alles will man uns heutzutage aufzwängen, wie wir reden, was wir gut finden, wofür wir sein sollen. Was ich wirklich anprangere, ist, dass wir mittlerweile in einer Diktatur leben. Punkt. Das ist Fakt. Viele haben es gar nicht gemerkt, weil es so langsam und schleichend kam und weil es gleichzeitig mit der Rückabsicherung kam. Dieses kranke System hat sich beim Aufbau abgesichert. Ja klar, wir hatten keinen Militärputsch, das kam nicht von heute auf morgen, das ging langsam. Unser System hat sich seine Gegner schön zurechtgelegt. Angela Merkel hat es schrittweise durchgesetzt. Sie hat im Laufe ihrer Regierungszeit stark verändert. Teilweise hat sie 180-Grad-Wechsel zu bestimmten Themen und Positionen hingelegt. Bei ihren Kernthemen wie Flüchtlings- und Asylpolitik, bei der Energiewende oder bei Corona-Bewältigung darf es keine andere Meinung geben. Gibt es die, ist man Staatsfeind, Systemfeind und man wird bekämpft. Was es heißt, von diesem System bekämpft zu werden, ihr alle hier wisst es, ihr alle hier kennt es. Und da ist angespuckt und bepöbelt zu werden, ist das noch das Harmloseste. Beim Verhör des Staatsschutzes zu sitzen, erzielt bei einigen schon andere Wirkungen. Angst vor Ausgrenzung, Jobverlust, Firmenpleite, das geht an die Existenz. Wer Familie hat, der weiß, dass man diese Sorgen und Ängste nicht so einfach abtun und ausblenden kann. Aber genau dort setzt dieses kranke System an. Am schlimmsten ist für mich persönlich die Angst um die Familie, um meine Kinder, um meine Frau, um meine Eltern. Ich habe wirklich Angst um sie, dass sie zur Zielscheibe dieser hasserfüllten Menschen werden. Und das hat berechtigte Gründe. Was an Hass und Hetze über uns ausgeschüttet wird seit Jahren und wurde, das ist nicht normal. Und wir sehen es gerade live dort drüben. Und das ist die Schublade. Ganz gezielt stachelt man seit Jahren unsere Gegner gegen uns auf. Ja, man erschafft sie geradezu. Das Ganze geschieht mit System. Gebetsmühlenartig wiederholen sie. AfD rechts, AfD rechtsextrem, AfD rechtsradikal. Nazis, Braune, Faschisten, Ausländerhasser, Intolerante. Von morgens bis abends immer wieder diese Zusätze. Immer wieder und das seit Jahren. Das erzeugt natürlich irgendwann Bilder bei diesen Leuten dort drüben. Bei den gefolgsamen Systemlingen, wie ich sie nenne. Zwei Sachen sind leider aufeinander getroffen, die uns das eingebrockt haben. Eine Kanzlerin, die völlig den Bezug zur Realität verloren hat, dabei aber alles mit der Brechstange durchdrückt, ohne Rücksicht auf Verluste und dabei auch keine Abweichler toleriert und jegliche Kritiker sofort aus ihrem Umkreis entfernt. Und das alles in Verbindung mit einer linksgrün versifften Journalistenlandschaft, die das alles unterstützt in Deutschland. Die Medien scheinen zu allem bereit zu sein. Die schrecken vor nichts mehr zurück. Ihr merkt es. Wie das alles funktioniert, wissen wir. Man muss nur erst einmal etwas behaupten, einfach was in den Raum stellen, irgendwas bleibt schon haften. Und dann ständig wiederholen. Es zeigt dann seine Wirkung. Jetzt aktuell die Flugkatastrophe, ein Beispiel. Da muss erst mal das Versagen der verantwortlichen Regierung vertuscht werden. Und wenn dann in den betroffenen Gebieten die Menschen frustriert sind, wenn erst nach über einer Woche endlich THW ankommt, dann tut man einfach zwei Sachen zusammen und das, was man immer tut, nämlich auf Rechte und Querdenker hetzen. Schon hat man den Bericht fertig. Rechte und Querdenker attackieren Hilfskräfte. Am Ende stellt sich raus, alles totaler Unsinn, aber dem gefügigen, treuen Staatsbürger hat man es erst einmal untergejubelt. Wie immer, überall Gefahr von rechts, diese Dreistigkeit muss man sich einmal vorstellen, wie die heute vorgehen. Unglaublich. Es wird immer so getan, als ob aus unseren Reihen Hass und Gewalt ausgeht. Man berichtet ständig irgendwelchen Unsinn und sie schaffen sich sogar ihre eigenen Gesetze mittlerweile dafür. Gesetze gegen Hasskriminalität. Die Realität jedoch sieht anders aus. Dort drüben stehen die wirklichen Hasserfüllten, die Hetzer. Wenn jemand gewaltbereit ist, dann die dort. Die da drüben, linke Antifa-Typen, und ich sehe diese Fahne, habe ich vorhin schon gesehen, die Antifa-Fahne.
Das ist eine Fahne, eine Organisation, die ist in den USA als terroristische Organisation verboten. Hier weht sie bei diesen angeblich so friedlichen Leuten. Diese Leute, ja, die verkleiden sich als Polizisten, klingeln morgens um 5 Uhr den politischen Gegner aus dem Bett, um ihn dann brutal zu überfallen. So geschehen in Sachsen vor ein paar Monaten. Dem Mann brach man dabei beide Beine und brachte ihn fast um. Das sind die friedlichen Gegendemonstranten. Ja. So, ich komme jetzt auch nochmal auf die Wahlen, auf die anstehenden Wahlen zurück und möchte euch nochmal deutlich machen, wofür ich stehe, wofür ihr mir eure Stimme gebt. Stehen geblieben. So, als erstes, ganz klar, Abschaffung und Ende der GEZ-Gebühr. Wir brauchen dringend ein Ende der gleichgeschalteten Propaganda. Eine Forderung, Georg Thiel muss sofort freigelassen und rehabilitiert werden. Mal Applaus für Georg Thiel, der jetzt wirklich schon seit weiß ich wie vielen Tagen einsitzt, weil er diese widerliche Gebühr nicht bezahlen tut. Verfassungsschutz, weg mit dieser Behörde. Ich würde diese Behörde komplett auflösen. Es sind ja Polizisten, die dort arbeiten. Die sollen auch Polizeidienst verrichten und zwar am besten in einer neu dafür geschaffenen Migrantenrückführungseinheit. Natürlich fordere ich, werde ich mich auch weiterhin dafür einsetzen, für ein Ende und für eine Beendigung aller Corona-Maßnahmen und Einschränkungen, Rehabilitierung aller Opfer, Rückzahlung aller Buß- und Ordnungsgelder und endlich eine Willkommenskultur für unseren eigenen Nachwuchs. Und das muss ich hier wirklich einmal deutlich hervorheben. Unser Landeswahlprogramm zur Landtagswahl ist dort wirklich bahnbrechend mit einer Forderung von 5.000 Euro für jedes Neugeborene. Das bekommt ihr, wenn ihr AfD wählt. Zu guter Letzt natürlich noch klare Positionierung gegen eine weitere Islamisierung unseres Landes. Der Islam gehört nicht zu Deutschland. Ganz klar. Aber ich habe auch ein paar regionale Themen auf meiner Agenda. Einige Punkte hier für unsere Insel Rügen. Ganz oben steht drauf, keine Kurabgabe für Einheimische. Ein Unding. Kann nicht sein, wir fahren hier als Bergner oder als Insulaner zum Strand in die Kurorte und müssen bezahlen. Sagt der Name sagt es, Kurabgabe. Es ist eine Abgabe für Urlauber, nicht für Einheimische. Und dieses Problem besteht seit Jahren und wir sehen dort auch wieder das Versagen der etablierten Parteien. Sie kriegen es einfach nicht hin, eine vernünftige Regelung zu finden dafür. Deshalb eure Stimme für uns und wir machen das. Nächstes Thema, wir brauchen Aufklärung beim Zweckverband. Hier in der Sparte Breitbandausbau wurden Fördermittel in Höhe von 70 Millionen Euro abgerufen. Man hinkt sehr, sehr weit hinter dem Zeitplan hinterher. Eigentlich hätte schon längst alles fertig sein sollen. Ich glaube, die haben gerade mal 50% geschafft. Es ist alles sehr undurchsichtig, viele Unregelmäßigkeiten. Und das alles verlangt nach Aufklärung. Hier muss das Ziel sein, ein Untersuchungsausschuss. Nächste Thema, Verkehrsprobleme. Kennen wir alle. Seit Jahren gängelt uns Herr Ralf Sendrowski vom Straßenbauamt in Stralsund. Wenn ich was zu sagen hätte, der Mann würde sofort fristlos gekündigt werden. Unglaublich, was der mit uns Rüganern schon alles gemacht hat, was der uns zugemutet hat. Vergesst es nicht, Leute, der Mann hat die Lebensader der Insel Rügen, die B96, von Bergen bis Ralswiek für eine Baustelle mit einer Länge von 2,8 Kilometern für fast 4 Jahre vollgesperrt. Ja. Die Radwege, die wir dringend brauchen, von Prora nach Karo oder von Zirko nach Panto, auf die warten wir seit 30 Jahren. Das wird nicht geschafft. Und
Zu guter Letzt, ganz wichtig, wir müssen uns der Beschneidung im Gesundheitswesen entgegenstellen. Ich werde hier für den Erhalt der Kinder- und Geburtenstationen in Bergen kämpfen. Ganz klar. Es kann nicht sein, dass wir immer die Leidtragenden sind. Überall ist Geld, alles wird gemacht, aber uns beschneidet man. Und jetzt kündige ich unseren Gast aus Brandenburg an, Andreas Kalwitz. Ich freue mich sehr, dass er heute hier bei uns zu Gast ist. Andreas wird gleich ans Mikrofon kommen, aber vorher noch ein paar Worte. Ich schätze ihn sehr. Er hat wirklich ganz, ganz tolle Ansichten. Er kann gut reden. Und was er wie kein Zweiter kann, er kann motivieren. Das ist es, was wir nach den Jahren des Kampfes auch brauchen. Und jetzt muss ich noch mal ganz kurz eine kleine Geschichte, eine Anekdote erzählen. Es war im letzten Jahr im November. Ich fühlte mich ein bisschen ausgelaugt, unmotiviert. Hinter uns lagen anstrengende Jahre. Ich oder besser wir hatten unzählige Kämpfe ausgetragen und das nicht nur mit unseren politischen Gegnern, sondern auch intern. Corona kam wieder oben rauf und dann besuchte uns Andreas. Ich fühlte mich den Tag wirklich nicht so gut und überlegte gar nicht erst hinzugehen, raffte mich dann aber auf. Da kam er, Andreas Kalwitz, fing an zu reden und man spürte mit einmal, wie es alle mitriss. Er sprach an diesem Abend uns allen aus der Seele. Er fasste in Worte, was wir alle dachten. Und er zeigte uns, wie es weitergeht. Er machte uns Mut und gab Zuversicht. Die Stimmung war einmalig. Dieser Abend wirkt bei mir bis heute nach. Und alle, die dort waren, denen ging es genauso. Es war ein unvergesslicher Moment, der uns alle sehr motivierte. Andreas ist leider nicht mehr Mitglied in unserer Partei, ausgeschlossen von Leuten, die sich dem System der Diktatur anbiedern. Ich werde meinen Weg gemeinsam mit euch weitergehen und ich werde dafür kämpfen, dass Andreas wieder zurückkommt.